Also ich werde heute ein bisschen über Frauentheorie referieren. Frauentheorie befasst sich jetzt nicht direkt mit der Frau an sich, sondern mit dem abstrakten Konstrukt der Frau. Und bevor wir jetzt in die Frauentheorie reingehen, beziehungsweise in die Datebarkeit, wie Nadine mich schon angekündigt hatte, wollte ich eine, das ist der, kurze Einführung in die Frauentheorie machen, damit auch jeder versteht, was überhaupt mit einer Frau gemeint ist. Also, dafür, Mathematiker definieren immer alles sehr sauber, brauchen wir zuerst die realtheoretische Gamma-Funktion. Was macht diese Funktion? Sie können sich das alles durchlesen. Diese Funktion transformiert von einem Individuum P zu einem Zeitpunkt AI all seine Eigenschaften in den Körper K hoch N. Was bringt uns das Ganze? Wenn wir dann alle Eigenschaften haben, können wir die Frau definieren. Und zwar ist die Frau jetzt gerade das Gitter um alle Eigenschaftsvektoren. Ja, Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wieso nehmen wir das Gitter und nicht eine einfache Menge? Das hat den großen Vorteil, so geben wir der Frau eine algebraische Struktur und so können wir auch auf der Frau viele tolle Dinge machen. Zum Beispiel, also, Sie denken jetzt wahrscheinlich sofort an Tetereien oder sowas, aber ich werde Ihnen versprechen, wir machen was viel Tolleres. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass nicht alle jetzt so ganz drin sind in der Theorie. Deswegen machen wir ein kurzes Beispiel. Wir sagen, jede Frau hat genau 5 Eigenschaften. Den Grad der Attraktivität, den Grad des Lustigseins, den Grad der Fürsorge, den Grad des Nettseins und den Grad der Verrücktheit. Und jetzt machen wir mal ein kleines Beispiel. Und zwar, die junge Dame da vorne schaut mich die ganze Zeit etwas leicht verstört an. Momentan würde ich ihr diesen Vektor zuweisen. Ja, was sie jetzt während geklatscht wurde, hat die junge Dame mich nochmal angeschaut, ganz lieb gelächelt, sodass sich der Vektor sofort in jenen Vektor verändert hat. Sie ist gleich Unmengen attraktiver geworden und auch ein bisschen lustiger. Wir erweitern jetzt das Modell ein wenig und nehmen 3 Personen. Wir nehmen die Männer im Raum, wir nehmen ihren Sitznachbarn und wir nehmen die Sophie. Was viele nicht wissen, Sophie ist die Ex-Freundin von ihrem Sitznachbarn. Zumindest nehmen wir das jetzt an. Momentan ist die junge Dame für alle 3 Personengruppen, für die Männer im Raum, für den Nachbarn und für Sophie, ungefähr gleich. Also jeder wird jetzt, vielleicht kennt der Nachbar mehr über sie und wird sagen, die ist doch richtig nett. Und wir stellen uns jetzt vor, die junge Dame beugt sich zu ihrem Sitznachbarn und sagt, heute Nacht gehen wir zusammen nach Hause. Was ist für den Sitznachbarn los? Der Sitznachbar wird ungleich begeistert. Die Männer im Raum, für die Männer im Raum ändert sich gar nichts. Vielleicht sind sie ein bisschen neidisch auf den Sitznachbarn. Es ändert sich nichts. Sophie hingegen denkt sich sofort, mein Gott, was eine Schlampe. Und sieht die Frau natürlich in einem ganz anderen Licht. Das waren die Vektoren und jetzt erweitern wir die Situation und sagen, die junge Dame beugt sich zu ihrem Sitznachbarn und sagt, heute Nacht gehen wir zusammen nach Hause und ich mache dich mit ganz viel Bier glücklich. Was passiert jetzt? Für den Sitznachbarn wird diese Frau eine absolute Traumfrau und auch für die ganzen anderen Männer im Saal. Für Sophie hingegen wird sie jetzt ein bisschen fürsorglicher, sagt, gut, jetzt hat er eine Mutter gefunden. So etwas in der Art. Mathematisch ganz lustig ist jetzt, ich glaube, hier habe ich den Beamer, nein, wenn man sich die Vektoren jetzt anschaut, wir machen ja Hardcore-Mathematik, der erste oben links, der und der. Die sind linear abhängig. Wenn man sich genau anschaut, ist der erste oben links plus der in der Mitte, ergibt gleich gerade den links. Was das in der Realität zu bedeuten hat, ist völlig irrelevant. Es ist nur mathematisch unglaublich schön zu sehen. So, ich hoffe, jetzt haben alle ganz genau verstanden, was eine Frau ist, können sich darunter was vorstellen. Und wir können zur Datebarkeit und zum Satz von Stinson kommen. Zuerst einige Definitionen. Wir definieren erstmal heiß und verrückt und sagen, jede Frau hat ein Attribut heiß und ein Attribut verrückt. Repräsentiert durch VH und VC. C für crazy. Ferner sagen wir, dass eine Frau genau dann datebar ist, wenn man sie in der betrachteten Situation AI im Allgemeinen daten würde. So, in der Frauentheorie gab es zu Beginn der Frauentheorie 3 kleine Lemmas, die sich mit der Datebarkeit beschäftigt haben. Zum einen,
das Lemma vom Nerd. Eine Frau ist genau dann datebar, wenn Lambda ungleich 0. Lambda ungleich 0 bedeutet in diesem Fall, dass sie existent ist. Und so wurde dieses Lemma auch Schicksalslemma genannt. Was dann allerdings, eine Weiterführung dieses Lemmas, ist das Lemma vom schüchternen Mathematiker, das ist nicht von mir, ist eine Frau, Lambda, ist nur dann datebar, wenn sie mich anspricht. Und als drittes der drei kleinen Lemma ist das Lemma vom attraktiven Informatiker. Eine Frau ist genau dann datebar, wenn sie so fürsorglich ist, dass sie gerne in den Keller kommt und mir Pizza zubereitet. Also das ist eher ein sehr, ja, volkstümliches Lemma. Dann, ja, in letzter Zeit läuft im Fernsehen eine sehr bekannte Dokumentation über das Thema Frauentheorie. Die Serie How I Met Your Mother. Dort gibt es einen sehr großen, sehr praktischen Frauentheoretiker, der auch einen ganz besonderen Satz zu dieser Theorie beigesteuert hat, der jetzt hoffentlich funktioniert. Ich zeig's dir. Eine Frau darf ein wenig irre sein, solange sie in gleichem Maße heiß ist. Wenn sie so irre ist, muss sie im Verhältnis so heiß sein. Wenn sie so irre ist, dann darf sie nicht weniger als so heiß sein. Natürlich willst du, dass eine Frau immer über dieser Linie ist, die man als die Vicky-Mendoza-Diagonale kennt. Also, der junge Herr sagte, eine Frau, es gibt zwei Dimensionen der Frau, heiß und verrückt. Und der junge Mann sagt, eine Frau ist genau dann datebar, wenn sie über der Linie ist. Für unsere Theorie nehmen wir jetzt mal an, dass dieser Winkel 45 Grad ist. Genauer bestimmt wurde das nicht, aber wir sagen jetzt, er ist 25 Grad. Der Mann, für den, die Sie nicht kennen, ist Barney Stinson, das heißt, er hat den Satz von Stinson. Eine Frau ist genau dann datebar, wenn für den Grad des Heißseins VH und den Grad der Verrücktheit VC gilt, VH minus VC größer 0. Mathematisch ist das Ganze jetzt korrekt, aber wie schon an unvollständig zu sehen ist, vollkommen sinnfrei. Denn wer oben rechts in die Ecke schaut, der Pointer funktioniert immer noch nicht. Ah da, wer oben in der Ecke schaut, wir sagen, Lambda ist in Q hoch N. Das heißt, Lambda ist in den rationalen Zeiten ein rationales Gitter. Und empirische Forschung haben herausgefunden, Frauen sind nicht rational, sondern hochkomplex, weswegen wir hier die komplexen Zahlen benötigen. Jetzt sieht der Mathematiker schon sofort, jetzt haben wir ein weiteres Problem. Die komplexen Zahlen sind kein geordneter Körper. Das heißt, wir können nicht sagen, ob eine Zahl größer oder kleiner 0 ist. So, das war jetzt ein großes Problem der Frauentheorie und es gab verschiedene Lösungsansätze. Der bekannteste Lösungsansatz war die Annahme, Frauen sind beschränkt. Ja. Ihre Empörtheit ist vollkommen gerechtfertigt, denn ich habe die ganze Zeit von Gittern geredet und die sind natürlich nicht beschränkt. Deswegen verändern wir kurz unser Gitter in ein endliches Gitter. In der Mathematik bedeutet die Beschränktheit, dass wir darum eine kompakte Menge finden können, sodass das Gitter vollkommen in dieser Menge liegt. Sie können sich das zum Beispiel vorstellen, indem wir das Gitter in der Mitte haben, ein 20-dimensionales Gitter und drumherum eine 20-dimensionale Kugel. Was machen wir jetzt genau? Wir können jetzt den Satz von Stinson formulieren. Wir nehmen unser Gitter und die 20-dimensionale Kugel und schneiden aus der Kugel ein Randstück raus. Jetzt machen wir phi k von x als Funktion, die kürzeste Distanz von x zum Randstück k beschreibt und können jetzt endlich sagen, Lambda ist genau dann datebar, wenn für den Grad des Heißseins vh und den Grad der Verrücktheit vc gilt, phi k von vh minus phi k von vc größer als 0. Jetzt haben wir alles geschafft. Meine Zeit ist auch leider vorbei. Ich könnte noch einen zweiten Lösungsansatz geben, wenn das gewünscht ist. Sonst muss ich... Gut, also der Mathematiker hat sich daran gestört, dass Gitter nicht beschränkt sind. Der Wirtschaftsmathematiker, der häufiger mit Frauen in Kontakt kommt, ihm wurde mitgeteilt, dass Frauen nicht beschränkt sind von der Frau. Deswegen gibt es den zweiten Ansatz, der von Müttern etwas ausgelutschte Satz. Es zählt doch nicht nur das Aussehen, sondern der ganze Charakter. So, jetzt können wir eine ziemlich triviale Umstellung machen. Was machen wir genau, wenn man ganz genau hinschaut? Wir nehmen zuerst an, dass der Betrag rational ist. Das heißt, wir haben komplexe Zahlen mit einem streng rationalen Betrag. Jetzt sagen wir, dass der Charakter gerade die Summe von allem außer der Beschränktheit ist, fügen dazu den Wert Pi hinzu. In der Realität kann man sich vorstellen, jede Frau kriegt eine Brosche, wo drauf steht Pi. Das hat mathematische Gründe, jetzt ist das Ganze keine negative, reelle Zahl. Können Sie zu Hause mal nachrechnen?
Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt eine biholomorphe Funktion von C ohne den negativen reellen Zahlen in den Einheitskreis. Auch das können Sie zu Hause mal nachrechnen, dass es sowas gibt. Der Einheitskreis ist jetzt nun wieder kompakt. Das heißt, wir können wieder eine Menge nehmen, einen Kreis nehmen, daraus ein Randstück schneiden und wie fortführen. Und dann können wir wieder sagen, Lambda ist genau dann datebar, wenn für den Grad der Verrücktheit VC und VC gilt, phi k von Theta von vom Charakter minus phi k von Theta von der Verrücktheit größer 0. Sie haben wahrscheinlich sicher schon bemerkt, dass wir hier eine kleine Einschränkung haben. Dass VC gerade nicht, keine negative reelle Zahl sein darf. Was machen wir jetzt? Das Problem ist, wenn jetzt VC eine negative reelle Zahl ist, das heißt, wenn die Verrücktheit negativ ist. Mathematik ist eine Wissenschaft des Lebens und in der Realität bedeutet jetzt, die Verrücktheit ist negativ, das heißt, die Frau ist nicht verrückt, sie ist negativ verrückt, sie ist gar nicht verrückt, sie ist richtig normal und dann kann man im Allgemeinen sie daten. So, das war's fast schon. Was haben wir heute gelernt? Einiges, wie ich finde. Zum einen haben wir gelernt, liebe Frauen, wenn ihr rational wärt oder beschränkt seid, ist das Leben für Mathematiker unglaublich einfacher. Und zum zweiten haben wir gelernt, liebe Männer, wer nur auf das Aussehen achtet und keine beschränkte Frau gegenüber hat, dessen Verhalten ist mathematisch absolut nicht legitimierbar und er sollte sich sollte sein Verhalten ändern. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und bis vielleicht nächstes Mal.